Geht's hier hoch? Zack. Boah, geil. So swooshen. So the Flash. Scheiße. Granate! Das dürfte überhaupt nicht. Nein. Geil. Andere Waffe. So. Und nach kriegen wir jetzt eine Fähigkeit nach der anderen. Geil. Was zum Teufel ist da drin los? Wir gehen los, 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 los! Boah, die schlucken aber ganz schön viel hier. Zu swooshen. Bis zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Kann man den Laptop aufnehmen? Nee. Swooshen. Finde ich geil. Achso, ich habe hier meinen Zeitblick. Ah, genau. Weiter geht's, Jack. Es macht keinen Sinn, das Arschloch in die Bibliothek zu schleifen. Der Lufttransport wurde bereits eingeleitet. Wir sollten schon weg sein. Lufttransport. Okay. Die Zeitmasche. Was siehst du denn da außen? Was? Und es öffnet sich das Menü. Keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Hallo, ich will hier durch. So, Tür geht auf. Geh auf. Ah. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Es ist Joyce! Wir müssen ihn umgehen! Oh, 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 oh. Oh, ich bin tot. Oh, warte mal, wir machen das jetzt so. So. Den zweiten Stock wurde ausgeschaltet. Wir rücken auf. Negativ. Bleiben Sie unten. Information. Ah, okay. Unten sind auch noch welche. Ja, werde ich. Achso, ja. Hallo, hier bin ich. Okay. Das ist schon. Oh shit, daneben geschossen. Oh. Boah, geil, Alter, was hab ich denn jetzt gemacht, ey? Boots. Das swooscht. Wieso schießt du nicht? Ja, jetzt. Boah, krass. Was ist denn hier vorne? Okay, ich muss zur Bibliothek. Großkaliberpistole, ja, die will ich. So, let's fetz. Bringen Sie mich hier hin. Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Kommen bestimmt ein paar Gegner. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Wo kam das her? Ja, wir nehmen doch den hier, oder? Zack. Erste Wahl ist die beste Wahl. Zack, schon sind wir drin. Dann jumpen wir jetzt hier einfach mal hoch. Ne, das geht natürlich nicht. Aber wir können eigentlich hier vom LKW, oder? Zack, zack. Hier rüber. Sehr schön. Ah, ich hab's drauf. Ich hab das sofort gesehen, dass man hier lang muss. Nein! Boah. Volltreffer. Dafür ist keine Zeit, ja. Aber die Zeit können wir ja manipulieren. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie. In dem Augenblick. Jetzt kommen wir hier rein. Ja, super. So muss das... Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Ist einer. Boom. So, und wer ist unser Retter? Was zum Teufel ist hier los? Ah,
Also das ist wirklich interessant mit den ganzen Videosequenzen. Wenn euch das nicht gefallen sollte, glaube ich, werdet ihr hier nicht auf den Genuss kommen. Ich bin so jemand, ich freue mich, wenn ein Singleplayer quasi so gut umgesetzt wird, dass auch wirklich die Story im... Ja, wenn man einfach versteht, um was es hier geht, und ich finde es geil. Als Serienfan. Okay, da oben ist einer, unten ist einer. Ich würde so sagen, wir swooshen. 5 Minuten in die Luft. Die Bibliothek fliegt in die Luft. Jetzt. Boots. Ja, und dann mit neuer Zeit. Da weiß man einfach, wie man hier seine Fähigkeiten einsetzen muss. Zack, wir müssen hier runter. Geil. Nice. Ihr seht, ich achte auch schon mittlerweile gar nicht mehr auf irgendwelche Sachen zum Einnehmen. Ich will einfach hier Geschichte vermittelt bekommen. Oh. Jack, lauf! Ey, ihr habt meinen Bruder angegriffen. Ihr habt meinen Bruder angegriffen. Zeitschnitt zu erzeugen. Was macht dieses Zeitschild? Zeitschild? Ah, okay. So. Was glaubst du? Maschinengewehr. Doch, jetzt hier. Jetzt bin ich dran. Boah. Oh, wo ist noch einer? Da ist noch einer. Komm, dich swoosh ich jetzt. Boom, 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 in den Kopf rein. Oh yeah. Bist du okay? Definiere okay. Dir geht's gut. Boah, okay, befreit. Ja, ging eigentlich relativ easy. Hier vorne ist noch was. Scheiße, die du mir erklären musst. So. Wir müssen dann befreie ich mal meinen Bruder. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kauf dir eine neue, ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das so. Konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Wie schaffst du es nur, am Ziel zu bleiben? Oh, shit. So, dann ballern wir jetzt einfach mal hier unten alles ab, ey. Das war nämlich total eine dumme Idee von mir, jetzt hier gerade runter zu rennen. Wie viele Gegner sind das noch? Okay, einer kommt hoch. Oh, zack, weg ist er. Oh, hier ist einer. Warum schießen die immer noch? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. So, okay, boom. Kommt der Nächste. So, zack, Boots. Ja, und so habe ich sie besiegt. Fähigkeiten sind geil. Ein bisschen Hilfe, komm. Ich nehme erstmal die Munition hier. Ja, ich denke so. Und dann befreien wir mal unseren Bruder. Ey, das ist total krass. Insgesamt spiele ich schon fast eine Stunde. Warum? Das geht so schnell vorbei. Sie weiß vom Krass. Ich vertraue. Total krass. Schön, dass du jemandem vertraust. So, let's go. Let's go. Ist es nicht, Jack? Ich hab dich nicht. Hilf, Will! Willkommen mit Will! Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind.
Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Geil, ich will es mit Sturmgewehr haben. Ich konnte nicht, wie lange Skyler. Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Oh, jetzt brauchen wir noch was. Gut, dann... Bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Wo müssen wir hin? Will? Will, wo müssen wir hin? Hier lang. Ah, okay, hier müssen wir lang. Dann holen wir uns doch die Aktentasche. Paul? Paul? Jack, wir müssen los. Warte. Tut mir leid, Jack. Nein! Was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Na, jetzt knall den echt ab. Nee, doch nicht. Nein! Tja. Was ist aus Paul geworden? Ja, das war der erste Akt. Total krass eigentlich, ne? Also es ist wirklich, hat jetzt eine Stunde gedauert. Das ist wie, es, ihr hört es, ich habe nicht viel geredet, denn es ist einfach Video wieder im Spiel. Es ist total krass. Also heavy, wirklich absolut heavy. Und jemand, dem sowas gefällt, dem rate ich wirklich, dieses Spiel zu kaufen. Jetzt nicht, weil ich es irgendwie for free bekommen habe, sondern es ist wirklich geil. Also es ist wirklich ist geil umgesetzt. Natürlich, wenn ihr euch meine Videos anschaut, dann wisst ihr, wie die Geschichte geht. Deswegen empfehle ich euch, schaut die nächsten auch an, wenn ihr irgendwie nicht weiterkommt oder das cool findet, wie ich rede, wenn ich was sage. Ansonsten spielt selber und lasst die Geschichte auf euch eingehen. Und in dem Sinne, vielen Dank für euer Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Euer Chris.